Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit der Marke Naturaplan engagiert sich Coop stark für die biologische Landwirtschaft und die besonders tiergerechte Auslaufhaltung. Von anfänglich nur wenigen Molkereiprodukten ist das Sortiment von Coop Naturaplan in den letzten 10 Jahren auf über 1700 Artikel angewachsen. Und wir finden neben Früchte und Gemüse, Brot und Backwaren, Fleisch, Geflügel und Charcuterie, auch Fisch und Meeresfrüchte und eine grosse Vielfalt an weiteren Produkten aus praktisch allen Sortimenten. Unsere Reporter waren diese Woche wieder unterwegs und haben ein paar Meinungen eingeholt zu den Produkten von Coop Naturaplan. Würde ich wirklich jedem empfehlen. Es ist qualitativ hochwertig, tierenfreien Auslauf. Man sieht, es ist sehr gut deklariert. Ich kenne mich da zu wenig aus, dass ich jetzt über das eine Meinung sagen kann. Das finde ich gut. Vor allem, wenn wir die Schweizer Bauern berücksichtigen. Naturverbunden. Noch. Das ist überzeugt, ja. Das ist gut, ja. Weiter so. Mit dem Coop Naturaplanfonds werden nachhaltige Projekte im Bereich Natur, Umwelt und Fairtrade gefördert. Dazu gehören die Vereinigung Pro Specie Rara und natürlich die Max Havelaar Stiftung. Gefährdete Nutztierrassen und Kulturpflanzen können so vor dem Aussterben bewahrt und der Fairhandel mit Produkten aus der Dritten Welt verstärkt werden. Ebenfalls vom Coop Naturaplan Fonds unterstützt wird der Planet Bioswiss. Ein Projekt, das zurzeit um die Schweiz kreist, auf verschiedenen Bauernhöfen landet und auf unterhaltsame Art und Weise den Jugendlichen soll das Thema Bio näher bringen. Vier Wohnwagen sind zweckentfremdet und zu bunten Ausstellungs- und Arbeitsstationen umfunktioniert worden. Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren erleben dort aktiv, wie spannend Biolandwirtschaft sein kann. Zusammen arbeiten, lernen, entdecken und sogar kochen kann man hier. Wir haben eine Schulklasse einen Tag lang begleitet. Bio erntet, was Bio sät. Getreide und Gemüse. Aber nicht nur. Gras wird nicht ausgesät. Also, hier haben wir einen schönen Platz mit Gras, wo ich Ihnen zeigen kann, wie das funktioniert. Ihr habt jetzt auf der Tafel die Aktivität gelesen, die ihr zu tun habt. Und ich befrage euch, Siona und Jan, ihr könnt mal ein bisschen Lachen haben. Was sind die Folgen? Ob Sommer es hat? Ja, er hat. Okay. Und sonst? Ob es irgendeinen Geruch hat? Aber. Oder so. Schmecken wir. Rund 90 Schulklassen können den Planet Bioswiss entdecken, am Wettbewerb teilnehmen und dabei gerade noch Klassenkassen aufbessern. Im Moment ist die Ausstellung in Filisur im Kanton Graubünden. Nachher geht es weiter durch die ganze deutsche Schweiz und dann ins Welschland. Informieren und anmelden, es hat noch Platz frei, kann man sich jetzt im Internet. Ferien auf dem Bauernhof sind zwar beliebt, die grosse Mehrheit nimmt in diesen Tagen aber wieder den Weg in den Süden unter die Räder. Untrennbar verbunden mit Ferien in Italien ist für die meisten der regelmässige Gang in eine Gelateria. Die talentierten und kreativen Glassenkünstler in diesen Lokalen wissen, wie man aus Glassen, Früchten, Nüsse und anderen feinen Zutaten kühle Träume und wahre Kunstwerke herzaubert. Angelehnt an diese Tradition gibt es jetzt neu bei Coop etwas ganz Besonderes. Antica Gelateria del Corso. Klasse nach original italienischer Rezeptur mit viel Soße, Früchte oder Schokostückchen. Antica Gelateria del Corso ist cremiges Rahmglasse in vier typisch italienischen Variationen. Stracciatella mit Schokosauce, Kakaochips und Schokostückchen. Limoncello mit erfrischender Zitronensauce. Latte Macchiato mit Kaffeesauce und Schoki-Kaffeebohnen und Frutti di Bosco mit Aperi-Sauce und Waldfrüchte.
Nach diesen italienischen Verlockungen bin ich für heute am Schluss angelangt. Und das Coop-Studio macht jetzt eine Ferien und meldet sich zurück nach einer kurzen Sommerpause. In diesem Fall schöne Zeit und auf Wiedersehen miteinander. Welches willst du? Ich würde sagen, das hier. Wie gesagt, da ist immer noch mehr drin. Gute! So, probier jetzt mal.